In Hilgert war die Tonpfeifenbäckerei fast 150 Jahre lang der wichtigste Erwerbszweig. Bis 1930 lebte über die Hälfte aller Familien von diesem Handwerk. Seit dem Rückgang der Nachfrage nach Tonpfeifen haben viele Werkstätten aufgeben müssen. Stattdessen sind andere keramische Betriebe in Hilgert gegründet worden. Von den ehemals 60 Pfeifenöfen und Werkstattgebäuden blieben nur wenige erhalten. Eine der letzten noch vorhandenen Werkstätten zeigt die typische Anlage einer Pfeifenbäckerei. Links der Schuppen für das Brennholz, in der Mitte der Ofen mit dem über der Feuerung liegenden Brennraum, rechts die Werkstatt mit direktem Zugang zum Brennraum. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Pfeifenbäckerei allmählich an Bedeutung. Heute arbeitet in Hilgert nur noch die Werkstatt von Lothar Hein ohne den Einsatz moderner Maschinen. Sie stellt größere, langstielige Rauchpfeifen und kleine Nikolauspfeifen her. Diese kurzstieligen Tonpfeifen produzieren Betriebe in Nachbarorten auch maschinell. Nach dem Ausformen und Putzen müssen die Tonpfeifen mehrere Tage austrocknen. Dann können die Pfeifenbäcker die Rohlinge in die Brennbehälter einsetzen. Der Ton ist in getrocknetem Zustand sehr spröde. Die Stiele können beim Einsetzen leicht abbrechen. Die Pfeifen werden in den Düppen sorgfältig angeordnet, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen. Auf diesen hohen Behälter, den sogenannten Untertopf, werden später im Ofen noch weitere kleine Behälter, die Hüchsel, gesetzt. Der Pfeifenbäcker bereitet ein solches Hüchsel vor. In die Mitte des Behälters stapelt er unglasierte Blumentöpfe. Sie sollen die langen Pfeifenstiele stützen. Von dem Trockenbrett nimmt er nun die Pfeifen mit dem fast 40 cm langen Stiel paarweise weg und setzt sie behutsam in das Hüchsel ein. Beim Einsetzen der langen Pfeifen muss der Pfeifenbäcker sehr sorgfältig arbeiten. Bei einer einzigen unbedachten Handbewegung würden die spröden Pfeifen sofort zerbrechen. Das senkrechte Aufstellen rings um den Blumentopfstapel verhindert, dass sich die Stiele beim Brennen verkrümmen. Inzwischen ist der Behälter mit den kleinen Pfeifen fast ganz gefüllt. Die letzte Lage legt der Mann flach, um keinen Platz ungenutzt zu lassen. Das geordnete Einsetzen ist auch bei den kleinen Pfeifen wichtig, damit ihre Stiele beim Backen nicht krumm werden. Schadhafte Pfeifen sortiert er aus. Aus einer Bodenplatte mit einem dicken Wulst aus weichem Ton und einem Brennbehälter setzt der Pfeifenbäcker ein weiteres Hüchsel zusammen. Die Nahtstelle von Boden und Wandung verschließt er sorgfältig. In diesem Hüchsel sollen schwarze Pfeifen gebrannt werden.
Dazu bedeckt der Pfeifenbäcker den Boden zuerst mit einer dicken Schicht Sägemehl. Er nimmt nun einige Pfeifen und windet um ihre Stiele einen Strang aus weichem Ton. Dieses Bündel platziert er in die Mitte des Hüchsels. Es dient wie die Blumentöpfe als Stütze für die weiteren Pfeifen. Den Tonwulst kann man nach dem Backen leicht wieder entfernen. Vor dem Einsetzen zieht man die beim Putzen eingeführten Trockendrähte heraus. Auch zwischen die einzelnen Tonpfeifenlagen schüttet der Pfeifenbäcker Sägemehl, sodass sie ganz eingebettet sind. Der Brennbehälter mit den langen Pfeifen ist nun fast ganz gefüllt. Der restliche Raum wird mit kleinen Pfeifen vollgesetzt. Das Hüchsel kann nun vorerst zur Seite gestellt werden. Bevor der Pfeifenbäcker das Hüchsel mit den kleinen Pfeifen verschließt, schüttet er eine dicke Schicht Asche zum Abdichten oben auf. Über den Rand legt er einen dicken Tonstrang, auf dem er den Deckel andrückt. Die Ränder müssen sorgfältig verschmiert werden. Beim Brennen darf kein Rauch, den das verschmauchende Sägemehl entwickelt, austreten. Es würde die anderen Pfeifen, die weiß bleiben sollen, verfärben. Ein anderer Brennbehälter wird mit Kuckucksfiguren gefüllt. Ist der Untertopf voll, kann er mit einem Hüchsel ohne Boden aufgestockt werden. Die Ritzen zwischen Untertopf und Hüchsel dichtet der Pfeifenbäcker wieder mit weichem Ton ab. Beim Brennen könnte durch sie der Rauch aus dem Ofenraum in den Brennbehälter eindringen und die Kuckucke schwärzen. In der Werkstatt geht unterdessen das Putzen der noch weichen, ungetrockneten Pfeifen weiter. Auf dem Regal liegen die fertig geputzten und ausgetrockneten Pfeifensorten, die gebrannt werden können. In dem Behälter mit den Kuckucken werden auch kleine Figuren und Flöten gebrannt. Sie liegen oben auf. Ehe die vollen Brennbehälter in den Ofen können, muss der Pfeifenbäcker prüfen, ob die Zuglöcher am Ofenboden nicht verstopft sind. In der Mitte der Ofendecke sind drei Abzugslöcher für den Rauch und die Flammen, ebenso in jeder Ecke.
Durch diese Seitenlöcher kann der Pfeifenbäcker am Ende des Brandes von außen die Probepfeifen herausnehmen. Die Feuerung befindet sich unter dem Ofenraum. Durch die Löcher am Boden steigen Flammen und Rauch beim Brennen nach oben. Sie dürfen deshalb nicht mit Brennbehältern zugestellt werden. Vorsichtig werden die letzten Untertöpfe in den Ofen gerollt und aufgestockt. Auf den Behälter mit den Kuckucken und Figuren stellt der Pfeifenbäcker das Hüchsel mit den Sägespänen. Um den Ofenraum bis zur Decke auszunutzen, kann er oben noch ein leeres Hüchsel aufsetzen. Erst im Ofen wird es mit Pfeifen gefüllt. Die Brennbehälter müssen dicht verschlossen sein, da sonst der weiße Ton durch den Rauch grauschwarze Flecken bekäme. Daher erhält das oberste Hüchsel eine Kappe. Der Pfeifenbäcker fertigt sie aus Ton und Zeitungspapier. Dick mit Ton eingeschmiert, werden nacheinander zwei Papierbögen auf das Hüchsel gelegt und außen angedrückt. Durch den weichen Ton haftet die Kappe gut. Das Zeitungspapier verschmaucht ohne Rückstände, während der Ton hart wird und einen festen und dichten Abschluss bildet. Insgesamt fasst der Ofen 16 Brennbehälter, die 1,90 Meter hoch sind. In einer Ofenfüllung finden ca. 40.000 Rauchpfeifen Platz. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen sind fast 1,5 Tonnen Rohton zu Pfeifen verarbeitet worden, die nun gebacken werden müssen. Um einen möglichen Brand zu verhüten, ist die hölzerne Ofentür an der Innenseite mit einem Blech beschlagen. Der Ofeneingang wird mit Schamottsteinen zugesetzt. Es entsteht eine Mauer, das Schiel, wie der Pfeifenbäcker sagt. Für die abschließende obere Reihe der Ofenmauer hat der Pfeifenbäcker besondere Platten, die der Deckenwölbung entsprechend abgerundet sind. Sie können, wie auch die Ofensteine, immer wieder verwendet werden.
Die Frau des Pfeifenbäckers rührt nun einen Brei aus Lehm, Asche und Wasser an. Mit dem Brei schmiert sie die Ritzen der Ofenmauer zu. Die Mauer muss ganz dicht sein, damit keine Hitze entweichen kann. Loda? Ja? Können wir es mal gucken? Habe ich gut gemacht? Ganz prima. Ja. Wie bist du denn? Komm, mach so. Wenn die Ofentür verschlossen ist, sind die Vorbereitungen, die vom oberen Werkraum aus getroffen werden, für den Brand am folgenden Tag beendet. Direkt unter dem Ofenraum mit den Brennbehältern befindet sich die Feuerung. Hier entfernt der Pfeifenbäcker am nächsten Morgen die Asche des letzten Brandes aus dem Aschefang. Über dem Aschefang ist das Ofen- oder Stochloch, das mit einer Ofenklappe verschlossen werden kann. Hinter der Klappe befindet sich die Feuerung. Der Ofen wurde um 1890 an dieser Stelle errichtet. Dabei verwendete man die Steine eines älteren Steinzeugofens aus dem Jahre 1788. Bei der früher üblichen ausschließlichen Holzfeuerung entstand eine feine Asche, mit der man die Wiesen düngte. Die heutzutage anfallende Brikettasche ist dafür nicht geeignet. Sie wird nun zum Teil beim Schwarzbrennen der Pfeifen und zum Anrühren des Lehmbreies für die Ofenmauer genutzt. In der Mitte der Feuerung ist der Rost angebracht, auf dem das Feuer brennen soll. Links und rechts ist genügend Freiraum, damit sich die Flammen gleichmäßig ausbreiten können. Wegen des direkt über der Feuerung befindlichen Ofenraumes wird dieser Typ auch stehender Ofen genannt. Mit einigen langen Scheiten aus Buchenholz und Zeitungspapier wird das Feuer entfacht. Damit während des 12- bis 13-stündigen Brandes keine Asche herausfällt, stellt der Pfeifenbäcker eine Eisenplatte vor die Öffnung des Aschefangs. Wenn das Feuer auf die Buchenholzscheite übergegriffen hat, kann der Ofen aufgeheizt werden. Dazu nimmt man Brikett. Sie sind billiger als das früher ausschließlich gebrauchte Buchenholz. Auch muss man nicht so oft nachstochen, da die Briketts länger brennen. Sie werden gleichmäßig auf die ganze Länge des Rostes geworfen. Von dem Rost aus verteilen sich die Flammen in der Feuerung und ziehen durch die Zuglöcher nach oben in den Ofenraum. Bei ungünstiger Wetterlage, wenn der Wind drückt, entweicht der Rauch nur schlecht. Heute zieht der dicke schwarze Rauch jedoch gut ab. Der Ofen brennt schön und die Pfeifen im Inneren werden langsam erhitzt. Nur allmählich heizt sich der Ofen auf. Immer wieder müssen Briketts nachgeschaufelt werden. Nach 8 bis 9 Stunden Brenndauer hat der Ofen im Inneren erst eine Temperatur von ca. 550 Grad Celsius erreicht. Dann ist
Also, ich muss noch mal stoppen. Ja, da kannst du mal gucken. Das ist von abgebrannt. Ja, ich mache mein Fingerfall mit Holz an. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt braucht der Pfeifenbäcker 15 Zentner Brikett. Das sind etwa zwei Drittel des insgesamt benötigten Brennmaterials. An der Höhe der Flammen und an ihrer Farbe erkennt der Pfeifenbäcker, wie weit der Brand fortgeschritten ist. Auch die Farbe und Dicke des Rauches zeigen ihm, dass nun die Ofenlöcher ganz geöffnet werden müssen. Der Ofen zieht noch besser und die Ware kann in den nächsten 3 bis 4 Stunden ausgebacken werden. Nachdem die Ofenlöcher geöffnet worden sind, heizt der Pfeifenbäcker nur noch mit Buchenscheiten, bis etwa 950 Grad Celsius erreicht sind. Innerhalb kurzer Zeit wird so die Temperatur um 400 Grad erhöht. Dazu muss ständig Holz nachgelegt werden. Es entsteht ein kräftiges Feuer mit langen Flammen, die weit aus den Ofenlöchern schlagen. Wegen der hohen Temperatur verbrennt das Holz sehr schnell. Circa 1,5 Raummeter Buchenscheite werden gebraucht. Mit steigender Temperatur verändern die Flammen ihre Farbe. Waren sie zu Beginn der Holzfeuerung noch tiefrot, gehen sie langsam in ein kräftiges Gelb und schließlich in ein helles Weiß über. Auch der Rauch wird dünner und heller. Ohne technische Hilfsmittel kann der Pfeifenbäcker so erkennen, ob die höchste Temperatur von 950 Grad Celsius erreicht ist. Die Ware ist nun nach 12,5 Stunden fast fertig gebacken. Es wird kein Holz nachgelegt. Wenn die Flammen etwas zurückgegangen sind, kann der Pfeifenbäcker die Probepfeifen herausziehen. Durch die 4 Ecklöcher entnimmt er die sogenannten Chorscherben, die im Ofen auf kleinen Vorsprüngen liegen. Beim Abkühlen der weißglühenden, sehr heißen Tonpfeifen auf der kalten Platte beginnt der Ton leise zu klingeln. An der Höhe des Klingeltones erkennt der Pfeifenbäcker, ob die Pfeifen an allen Stellen des Ofens die notwendige Temperatur erreicht haben.
Der Klingelton war in Ordnung, die Pfeifen sind gebacken. Das Feuer kann nun langsam ausglühen. So, Feierabend. So, jetzt sind wir fertig. Da gehen wir noch einen Trink und hören wir hier auf mal aus. Um einen Funkenflug zu vermeiden, wird die Feuerung mit der Ofenklappe verschlossen und der Aschefang mit einem Blech abgedeckt. Die gebackenen Pfeifen müssen im Ofen nun langsam abkühlen. Eineinhalb Tage dauert es, bis die Temperatur im Ofen wieder zurückgegangen ist. Dann kann der Pfeifenbäcker die gebackene Ware herausnehmen. Zuerst hebt er die Ofentür aus den Angeln, um Platz zu schaffen. Nun wird die Ofenmauer abgebrochen. Die Steine schichtet der Pfeifenbäcker neben der Tür auf, um sie beim nächsten Brennen wieder verwenden zu können. Da die Mauersteine ohne Fugenmörtel aufeinander gesetzt worden sind, geht das Abbrechen sehr schnell. Der Pfeifenbäcker kann die Bruchstücke des in die Ritzen geschmierten und nun hart getrockneten Lehmes beim nächsten Brand ebenfalls wieder verwenden. Ist die Mauer abgetragen, kann das Herausholen der Brennbehälter und das Aussetzen der Pfeifen beginnen. Der Ofen wird ausgerafft. Die kleineren Hüchsel können einzeln herausgetragen werden. Die Tonkappe ist hart gebrannt. Da sie nur sehr dünn ist, kann der Pfeifenbäcker sie leicht wegbrechen. Durch das Klingen der Pfeifen beim leichten Aneinanderschlagen hört er, ob sie hoch genug gebrannt wurden. Sind schön gebacken, helfen wir mal aus. Ja, man hört es schon. Auch die richtige Härte des Tones ist wichtig. Zu weiche Pfeifen brechen beim Gebrauch leichter durch. So, die Kleinen sind alle, jetzt können wir die Lange machen. Ja. Die kleinen Pfeifen können ungeordnet in die großen Lagerkisten abgelegt werden.
Na, ganz gut. Das Ausräumen der langstieligen Pfeifen erfordert dagegen viel Sorgfalt. Die Frauen nehmen sie vorsichtig heraus und legen sie einzeln in die Kiste ab. Währenddessen holt der Pfeifenbäcker die Hüchsel nacheinander heraus, damit sie vor dem Ofen schneller abkühlen können. Das Ausraffen der Brennbehälter bedeutet sehr viel Arbeit. Daher helfen alle in der Werkstatt mit. Die Jakobsköpfe für die Gesteckpfeifen und auch die Pfeifen aus rotem Ton sind gut geraten. Am Ofenboden zeigen die hellen Stellen den Standort der Brennbehälter an. Die Zwischenräume sind durch den Rauch geschwärzt. Aufgestockten Untertöpfe sind sehr schwer. Sie müssen sehr vorsichtig herausgerollt werden, damit sie nicht auseinanderbrechen. Das Material ist nach dem Brennen so hart, dass auch die kleinen Nikolauspfeifen für die Stutenkerle und Wegmänner in die Kisten geschüttet werden können, ohne dabei kaputt zu gehen. Nun wird das Hüchsel mit den schwarzen Pfeifen geöffnet. Das Sägemehl ist durch die Ofenhitze verkohlt. Wo der Ruß sich in die feinen Poren des Tones gesetzt hat und fest eingebrannt ist, haben sich die Pfeifen tief schwarz verfärbt und eine glänzende Oberfläche angenommen.
Dann holt der Pfeifenbäcker die Kuckucke und Figuren aus dem Brennbehälter. Beim Ausräumen prüft man, ob die Kuckucke gut klingen. Die Figuren kommen noch nicht auf Lager, denn sie sollen erst bemalt werden. Prima. Schön. Das Bemalen erfolgt in der Werkstatt, wo die Kuckucke und Pfeifen vor dem Brennen auch ausgeformt und geputzt worden waren. Die Kuckucke wurden früher an den Wallfahrtsort Arenberg bei Koblenz geliefert. Dort verkaufte man den sogenannten roten Hahn von Arenberg als Wallfahrtsandenken. Heute werden die Kuckucke zumeist als Souvenirartikel an verschiedene Orte verschickt. Die Frauen streichen die Vögel mit dicken Pinseln an. Auf dem porösen Ton haftet die rote Leinölfarbe gut und trocknet schnell an. Bei einigen Kuckucken sollen sich die Flügel und die Kopfpartien in Gelb absetzen. Wenn die Farbe trocken ist, können die Figuren für den Versand verpackt werden. Auch die Wallfahrtspfeifen werden von Hand bemalt. Dabei wird das Gnadenbild am Kopf der Pfeife oder die freistehende Figur auf dem Stiel rot angemalt. Bis in die 30er Jahre gab es auch mehrfarbig bemalte Wallfahrtspfeifen. Da sie nicht mehr so gefragt sind, wurde deren Herstellung ganz aufgegeben. Zum Trocknen stülpt die Malerin die Pfeifenköpfe über einen Nagel auf. Später können die Pfeifen verpackt und an die verschiedenen Wallfahrtsorte geschickt werden.
Vor dem Ofen geht indessen das Ausräumen weiter. Bei einem Brennvorgang können etwa 100.000 kleine Nikolauspfeifen oder 30.000 bis 40.000 langstielige Rauchpfeifen gebacken werden. Es dauert fast einen ganzen Tag, bis die vielen Pfeifen und Figuren aus den Brennbehältern herausgenommen, kontrolliert und sortiert sind. Bei Bestellungen kann die gewünschte Ware abgezählt oder abgewogen werden. Im In- und Ausland finden sich bis heute zahlreiche Abnehmer für Tonpfeifen aus Hilgert.